Warum eigentlich Butterfly Stories? Das ist die Frage, die mir viele in persönlichen Nachrichten geschickt haben. Warum eigentlich Butterfly? Und dann auch falsch geschrieben. Damn! Die Antwort wird dir gefallen und die erfährst du heute im Video. Butterfly Talk Nummer 10. Let's go! Butterfly Talk. Ideen für ein besseres Leben. Mit mir, Kweku. Wir haben diese verrückte Idee, dass wir glauben, wir könnten es schaffen, 1 Million Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele, Träume und Wünsche zu erreichen. Und ich meine das absolut ernst. 1 Million Menschen, die irgendwas starten oder anfangen, weil wir diese Reihe hier angefangen haben. Okay? Das ist unsere Idee. Und da haben wir uns damals überlegt, wie nennen wir das Kind? Und da kam uns ein Geistesblitz. Mit einem kleinen Schreibfehler drin. Aber der macht auch noch Sinn. Aber lass mich dir erstmal eine Geschichte erzählen. Das machen wir hier bei Butterfly Stories. Let's go. Also bevor wir die Geschichte anfangen können, brauchen wir erstmal, genau, Musik. Also bitte einmal Musik. Immer so easy Musik. Oh yeah, die passt sehr, sehr gut zur Story. Eine kleine Raupe namens Tony sitzt gerade im Schatten eines Löwenzahnblattes und entspannt sich gerade, denn er hat Großes vor. Er möchte dieses Jahr endlich ein Schmetterling werden. Ja, ich glaube, Raupen oder Schmetterlinge leben auch nur ein Jahr. Aber er hat sich vorgenommen, dieses Jahr ist sein Jahr. Denn er möchte auch genau wie ein Schmetterling durch die Lüfte fliegen. Er möchte genau so wie ein Schmetterling Nektar trinken. Er möchte genau das Leben eines Schmetterlings haben. Nur ist er momentan noch eine Raupe. Das heißt, er muss jeden Tag Blätter essen. Er muss jeden Tag sich versteckt halten vor Amseln, vor anderen Vögeln, vor Maulwürfen, vor Mäusen, denn die wollen ihn alle fressen. Er lebt nicht ungefährlich als Raupe und es ist kein glamouröses Leben, doch er möchte eines Tages ein wunderschöner Schmetterling mit Mustern auf seinen Flügeln sein und am Horizont entlang schweben. Das hört sich an wie eine Märchengeschichte, das hört sich an wie aus dem Biologie-Lehrbuch. Wir haben alle schon mal einen Schmetterling gesehen, wir wissen alle, was Schmetterlinge sind. Doch ich glaube fest daran, das ist die Metapher, die genau das beschreibt, worum es im Leben geht. Wir wollen alle diese Schmetterlinge sein. Schmetterlinge sind unsere Vorbilder. Vielleicht der Unternehmer träumt davon, so zu sein wie Elon Musk und irgendwann eine Rakete ins Weltall zu schicken. Der andere träumt davon, ein wunderbarer Sänger zu werden, so wie Xavier Naidoo. Ich kenne nichts, das so schön singt wie du. Ich kann kein bisschen singen, aber du weißt, was ich meine, okay? Der andere möchte unbedingt Basketballprofi werden, wie LeBron James. Tja, aber wirst du direkt LeBron James? Wirst du direkt Xavier Naidoo und verkaufst die Köln Arena aus? Oder du wirst direkt Elon Musk und hast deinen eigenen Tesla Roadster? Nee. Bevor man das wird, muss man Raupensachen machen. Sachen, die unattraktiv sind. Sachen, die keiner sieht. Sachen, die keiner bewundert. Wir wollen alle bewundert werden. Wir wollen alle bewundert werden. Aber die Sachen, die kein Mensch sieht, den kein Arsch interessieren. Aber das ist das Allerwichtigste. Du musst erstmal Raupensachen machen. Okay? Denn wir leben in einer To-Go-Gesellschaft. To-Go übersetzt zu gehen. Nee, das passt nicht. Aber To-Go heißt so viel wie: Ich will es haben, ich will es jetzt haben, ich will es sofort haben und ich kriege es jetzt sofort. Früher musste man zum Beispiel bis 20.15 Uhr warten auf den Sonntag, dass man einen coolen Film sehen konnte bei Sat.1 Blockbuster. Gesponsert bei Radeberger. Alles ist sehr, sehr einfach geworden. Du möchtest Pizza essen, du musst nicht in die Stadt fahren. Du nimmst einfach dein Handy mit deiner App und 20 Minuten später klingelt es an deiner Tür und der Pizzalieferant gibt dir deine Pizza. Alles, was du haben willst, kriegst du, wann du willst, wo du willst und so schnell du willst. Natürlich vorausgesetzt, du hast die Kohle dafür. Aber davon gehen wir aus. Aber das sind so diese Dinge, die man einfach so ganz einfach ohne Anstrengung bekommen kann. Und das Problem ist mittlerweile, dass wir uns so konditionieren. Aber wenn du Erfolg im Leben haben möchtest, wenn du Großes erreichen möchtest, dann funktioniert das nicht wie per App.
einem Klick. Nein, das dauert seine Zeit. Und du musst diese Person werden, du musst dieser Schmetterling werden, den ein anderer bewundert. Denn es ist ein Kreislauf. Aber bevor du das werden kannst, musst du Raupensachen machen. Das heißt, du machst Videos mit einem 3 Uhr nachts und schneidest die irgendwo und loadest die bei YouTube hoch. Oder du arbeitest Uni. Es gibt so viele Sachen, wo du tatsächlich diese Energie, diesen Schweiß reinstecken musst. Und da gibt es keinen Fame, da gibt es keinen, der applaudiert und keinen, der dich irgendwie dafür bewundert. Aber wenn der Tag kommt und du hast dein Ziel vor deinen Augen und wenn der Tag kommt und du hast dein Ziel erreicht, dann wirst du auf diese Anfänge zurückblicken. Und du bist gerade dabei, deinen Traum zu erfüllen. Du bist gerade dabei, deine Reise anzutreten, deine Raupensachen zu machen. Und das ist das Schönste. Denn irgendwann, wenn du dann irgendwann Erfolg hast, dann guckst du dir dieses alte Video auf YouTube an. Wie ich zum Beispiel in 10 Jahren denkst, boah, guck mal, wir hatten damals noch 30 Subscriber. Heute sind wir 1 Milliarde. Heute sind wir 100.000. Heute sind wir 10.000. Heute sind wir 500, was auch immer. Aber man fängt erstmal klein an. Ja, und dann kommt noch der zweite Punkt. Butterfly ist ja falsch geschrieben. Und das ist auch Teil unseres Mission Statements. Denn wir streben nicht nach Perfektion. Ja? Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht perfekt funktionieren. Du musst nicht der perfekte Mensch sein. Ich hoffe, ich konnte dich mit dem Video wieder mal ein wenig mehr inspirieren. Fang endlich an. Folge deinem Traum. Bleib dran, weil du alles, was du willst, sein kannst. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Abonnier unseren Channel, folge uns bei Facebook und wir sehen uns dann nächste Woche in jedem Fall wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Kowski. Peace.